Mein Name ist Anna-Theresa Wolferstetter und ich studiere den Trinationalen Germanistik-Master Literatur, Kultur und Sprachgeschichte des deutschsprachigen Raums an der Universität des Saarlandes, der Universität de Lorraine und der Universität Luxemburg. Der Kern meines Masters ist die Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache und Literatur. Man setzt sich eben in einer internationalen Perspektive damit auseinander. Das heißt, man hat auch die französische und die luxemburgische Perspektive auf diese Sprache. Ungewöhnlich ist, dass Sie nicht Deutsch-Französisch studieren oder etwas Ähnliches, sondern tatsächlich eine Vollgermanistik, aber international. Die Idee von unserem Studiengang ist, internationale Perspektiven in die Mitte des Fachs hereinzuholen. Das können wir hier in Saarbrücken sehr gut machen, weil wir in direkter Nachbarschaft zu Luxemburg und Frankreich sind und wir mit den Partneruniversitäten gute Kontakte haben. Sie studieren also nicht nur hier in Saarbrücken, sondern auch in Luxemburg und in Metz und erwerben interkulturelle Kompetenz einfach schon durch ihren Studienalltag. Das Masterstudium an der UDS ist für mich von einer großen Vielfalt, einer großen inhaltlichen Vielfalt geprägt und von einer großen Herzlichkeit und Offenheit. Also als ich hierher gekommen bin, ich bin nicht aus dem Saarland, habe ich mich sehr schnell aufgenommen gefühlt hier. Ich liebe Germanistik und dann habe ich entdeckt, dass an der Universität des Saarlandes diese trinationale Germanistik gibt. Natürlich ist das ein normales Germanistikstudium, aber das Besondere an diesem Studiengang ist, dass man auf einmal drei Wissenschaftskulturen kennenlernt. Und das hat mich besonders interessiert und deshalb habe ich mich für diesen Studiengang entschieden. Mir gefällt einerseits die Internationalität sehr gut. Andererseits gefällt es mir sehr gut, dass wir sehr verschiedene Inhalte haben. Wir haben zwar Literaturwissenschaften und Sprachwissenschaften, aber wir schauen auch in die anderen Fachbereiche rein. Wir sind darüber hinaus eine kleine Studierendengruppe, das heißt, wir kennen uns gut untereinander und wir haben eine enge Betreuung. Was Sie zusätzlich zu den formalen Voraussetzungen mitbringen sollten, ist Interesse für Interkulturalität und Lust, mit und in der Germanistik über Grenzen zu gehen. Das Wichtigste ist natürlich das Interesse an Sprache und Literatur. Und wenn man das bereits im Grundstudium gemacht hat, dann ist das ideal. Als Vollgermanistik haben Sie die gesamte Breite des Studienangebots. Innerhalb dessen können und sollen Sie aber Schwerpunkte wählen und können damit Ihr eigenes Profil ausbilden. Also zum Beispiel Medien, Theater, Film. Die Arbeit mit Texten, mit Literatur und generell die Recherche hat mir immer super viel Spaß gemacht. Und deswegen habe ich mich entschlossen, nach meinem Masterstudiengang ein journalistisches Volontariat zu machen. Das habe ich dann auch in München absolviert bei einem großen Verlagshaus und bin dann durch verschiedene Stationen bei Radio und Fernsehen jetzt in einer Online-Redaktion gelandet. Das Besondere an der Universität des Saarlandes und der Region ist die Internationalität in der Grenzregion. Man hat eine enge Verwobenheit der Länder Frankreich, Deutschland und Luxemburg beispielsweise, und das zeigt sich auch am Campus.